Schön, euch alle zu sehen. Es ist ein bisschen komisch, so wenige Leute im Saal zu haben am Sonntag, aber den Saal können wir nicht so viel, können wir nicht füllen mit mehr Leuten mit mehr Stühlen, als wir hier haben. Auch schön, alle dabei zu haben, die uns per YouTube, dazuschalten heute. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Der Heilige Geist gibt uns Kraft, Jesu Zeugen zu sein. Und das basiert auf dieser Stelle, die wir vorhin gelesen haben, in Apostelgeschichte 1. Wir kommen gleich nochmal dazu. Aber ich wollte einmal fragen, wie geht es dir damit, in deinem Bewusstsein zu wachsen, dass der Heilige Geist in dir wohnt? 24,7. Wir reden ja seit Wochen darüber, dass der Heilige Geist in uns wohnt und in uns kräftig wirkt. Ich persönlich finde es sehr spannend. Ich versuche, drin zu wachsen und überlege mir dann, bevor ich in die U-Bahn steige, okay, der Heilige Geist und ich, wir fahren gleich U-Bahn zusammen. Oder wenn ich zum Friseur gehe, der Heilige Geist und ich gehen heute gemeinsam zum Friseur. Auch beim Wäschewaschen, der Heilige Geist und ich, wir machen heute die Wäsche. Und ich möchte heute an die Predigt von vor zwei Wochen anknüpfen, wo es darum geht, dass der Heilige Geist uns Kraft, Liebe und Besonnenheit schenkt. Und dass wir diese Kraft, diese Liebe und diese Besonnenheit in Anspruch nehmen können. Heute geht es darum, wie wir die in Anspruch nehmen können. Fangen wir mal an bei Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wir machen heute eine kleine Tour durch die ersten Kapitel von der Apostelgeschichte. Vers 8 von Kapitel 1 fasst die ganze Apostelgeschichte ziemlich gut zusammen. Wir lesen hier: Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Der Heilige Geist hat unseren Geschwistern damals Kraft gegeben, von Jesus zu zeugen. Das ist, was hier steht. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und der gleiche Geist gibt auch dir und mir die Kraft, von Jesus zu zeugen. In der ersten Hälfte der Predigt wird es darum gehen, wie das praktisch aussah im ersten Jahrhundert. Und bei der zweiten Hälfte der Predigt geht es darum, wie das bei uns im 21. Jahrhundert praktisch aussieht. Apostelgeschichte 2. Pfingsten. Die Jünger bekommen den Heiligen Geist auf wundersame Weise. Und was ist das Erste, was die machen, nachdem sie den Geist empfangen haben? Die fangen an, von Jesus zu zeugen. Die predigen öffentlich. Nicht nur das, sie predigen öffentlich in Jerusalem, wo es viele Juden gibt, die wenige Wochen davor dafür gesorgt haben, dass Jesus gekreuzigt wird. Dort predigen sie öffentlich mit dieser Kraft vom Heiligen Geist. Lesen wir ein paar Verse von dieser Predigt von Petrus und den anderen Aposteln. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, ein Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde, durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, und dafür sind wir alle Zeugen. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Apostel predigen öffentlich vor Juden, die sie umbringen können. Und sie nehmen kein Blatt vor den Mund, sondern die sagen,
ihr habt Jesus gekreuzigt. Ihr seid alle schuld daran, dass der Messias gekreuzigt wurde. Obwohl einige von diesen Juden bestimmt gar nicht dabei waren. Doch wir sind alle schuld daran, so wie wir gerade gesungen haben. Und so wie Micha gerade erklärt hat. Wir sind alle schuld daran, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und auch wir brauchen das zu hören, dass wir schuld daran sind. Aber das ist das erste Beispiel aus der Apostelgeschichte, das wir haben. Was es heißt, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und die Apostel zeugen mutig von Jesus. Ein zweites Beispiel finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 4. Petrus und Johannes werden festgenommen und sie werden vor den Hohen Rat gebracht, also vor diesen Männern, die eben dafür gesorgt haben, dass Jesus gekreuzigt wird. Lesen wir mal, was sie ihnen so gesagt haben. Da sprach Petrus, vom Heiligen Geist erfüllt, zu ihnen, ihr Obersten des Volkes und ihr Ältesten von Israel, wenn wir heute wegen der Wohltat an einem kranken Menschen verhört werden, durch wen er geheilt worden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht. Das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Als sie aber die Freimütigkeit von Petrus und Johannes sahen und erfuhren, dass sie ungelehrte Leute und Laien seien, verwunderten sie sich und sie erkannten, dass sie mit Jesus gewesen waren. Da sie aber den Menschen bei ihnen stehen sahen, der geheilt worden war, konnten sie nichts dagegen sagen. Da befahlen sie ihnen, aus dem Hohen Rat hinauszugehen und beratschlagten miteinander und sprachen, was sollen wir mit diesen Menschen tun? Denn dass ein offenkundiges Zeichen durch sie geschehen ist, das ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt und wir können es nicht leugnen. Aber damit es sich nicht weiter unter dem Volk verbreitet, wollen wir ihnen ernstlich drohen, damit sie künftig zu keinem Menschen mehr in diesem Namen reden. Und sie ließen sie rufen und geboten ihnen überhaupt nicht mehr in dem Namen Jesus zu reden noch zu lehren. Aber Petrus und Johannes antworteten ihnen und sprachen, entscheidet ihr selbst, ob es vor Gott recht ist, euch mehr zu gehorchen als Gott. Denn es ist uns unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Das ist das nächste Beispiel in der Apostelgeschichte, was es heißt, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Petrus und Johannes stehen vom Hohen Rat und sagen ihnen, sie nehmen schon wieder kein Blatt vor den Mund, sagen, ihr habt den verheißenen Messias ermordet. Und sie drohen die Apostel, aber die sagen, wir werden nicht aufhören, von dem zu erzählen, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Die wussten, vor wem sie standen. Sie wussten, dass sie vor dem Hohen Rat stehen. Aber sie wussten, vor wem sie sonst standen, nämlich vor Gott. Daraufhin versammelt sich die Gemeinde und die beten zusammen. Das ist auch ein immer wiederkehrendes Thema in der Apostelgeschichte, das Gebet. Und sie beten unter anderem, das habe ich nicht in meinen Folien, aber das habe ich hier in meinen Notizen. Sie beten, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten, dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit Heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Also nicht nur Petrus und Johannes und die anderen Apostel, alle von ihnen wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit.
Im nächsten Kapitel, Kapitel 5, geht's weiter. Alle von den Aposteln werden ins Gefängnis geschmissen, denn sie können einfach nicht aufhören, von Jesus zu erzählen. Und wir lesen ab Vers 29. Aber Petrus und die Apostel antworteten und sprachen, das sagen sie dem Hohen Rat wieder, man muss Gott mehr gehorchen als euch Menschen. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Und wir sind seine Zeugen, was diese Tatsachen betrifft, und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und dieses Mal lässt der Hohe Rat sie nicht einfach gehen, sondern der Hohe Rat foltert sie. Sie peitschen die Apostel aus. Und obwohl die Apostel an dieser Stelle bestimmt starke Schmerzen hatten, ihre Rücken waren zerfetzt, lesen wir ab Vers 41, sie nun gingen voll Freude vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, Schmach zu leiden um seines Namens willen. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Das ist der Wahnsinn. Und es geht weiter. Apostelgeschichte 6, da werden 7 Männer erwählt, die sich um die Witwen in Jerusalem kümmern sollen. Und wir lesen, die Kriterien für diese 7 Jungs waren, dass sie voll Weisheit und vom Heiligen Geist erfüllt sind. Wie genau sich das gezeigt hat, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt waren, wird nicht genau beschrieben, aber in den Versen danach erfahren wir, wie sich das bei Stephanus gezeigt hat. Und genau genommen war Stephanus Hauptverantwortung, sich um die Witwen zu kümmern. Aber was macht er nebenbei? Er diskutiert mit den Juden und versucht sie davon zu überzeugen, dass Jesus der Messias war. Und wir lesen in Vers 10 von Kapitel 6, die Juden konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Also was passiert mit dem Stephan, mit dem Stephanus? Der wird auch vor den Hohen Rat gebracht. Und er weiß ganz genau, die haben gerade die Apostel auspeitschen lassen. Aber er hält eine lange Rede. Auch der nimmt kein Blatt vor den Mund. Und er sagt, ihr seid so halsstarrig. Eure Väter haben die Propheten umgebracht. Und nun habt ihr den verheißenen Messias ermordet. Und der Hohe Rat lässt Stephanus nicht auspeitschen, sondern sie steinigen ihn, bis er stirbt. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Also Stephanus wird umgebracht. Die Geschwister werden zerstreut. Einige werden ins Gefängnis geschmissen. Und sie haben die Apostel nicht mehr. Die Apostel bleiben in Jerusalem. Das mag nicht so leicht sein, aber versuchen wir mal, uns in unsere Geschwister hinein zu versetzen. Stellen wir uns vor, unsere Gemeinde wird verfolgt. Und alle, die
bei der Stadt oder an Unis arbeiten, verlieren ihren Job. Vielleicht werden einige von uns, die gerne öffentlich von Jesus erzählen, ins Gefängnis geschmissen, wie Claudia oder Kai und Robert, die werden ins Gefängnis geschmissen. Vielleicht wird einer von uns sogar umgebracht, weil es irgendwen gibt, der sagt, nee, der ist zu radikal. Der sagt uns, wir sind schuld daran, dass Jesus gekreuzigt wurde, das gibt's doch nicht. Und wir müssen alle München verlassen. Wir dürfen hier nicht bleiben. Der Gemeinderat muss hier bleiben, aber wir alle werden zerstreut. Stell dir mal vor, du musst innerhalb von den nächsten 3 Tagen München verlassen und dein Leben woanders neu aufbauen. Wo würdest du hinziehen? Vielleicht würden Marcel und Margarete in die Niederlande und die Eltern von Tristan nach Frankreich. Vielleicht würden Daniel und Sonja nach Regensburg ziehen. Und müssen ihr Leben neu aufbauen. Es mag alles sehr unrealistisch klingen, aber das ist mehr oder weniger, was unsere Geschwister damals durchmachen mussten. Und zwar ohne Internet und Telefon. Sie wurden wirklich zerstreut und getrennt. Was meinst du, was für eine Auswirkung das auf deinen Glauben haben würde? Stell dir mal vor, du kommst in der Stadt an, wo du hingezogen bist und du bist fertig. Wegen dem Umzug, du vermisst deine Freunde, du hast Angst, dass du auch in dieser Stadt verfolgt wirst. Und du fragst dich, ist Gott wirklich noch bei uns, wenn er das alles zulässt? Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündigten das Wort des Evangeliums. Die Selbstverständlichkeit, mit der Lukas das schreibt, das fordert meinen Glauben so heraus. Der schreibt es, als wäre das ganz normal. Ja, natürlich haben die einfach weiter gepredigt, weiter von Jesus erzählt. Was sollten die denn sonst tun? Nicht nur die viel Verantwortung haben, haben das so gemacht, sondern das war die ganze Gemeinde. Sie konnten nicht anders, trotz der verrückten Umstände, trotz der Verfolgung. Sie konnten einfach nicht anders, als von Jesus zu erzählen. Stell dir mal vor, wie Marcel und Margarete in den Niederlanden ihren Nachbarn und den ganzen Menschen erzählen, warum sie München so plötzlich verlassen mussten. Ohne sich Gedanken darüber zu machen, ja, werden die denken, wir sind aus einer Sekte oder dass wir irgendwie verrückt sind. Daniel und Sonja kommen in Regensburg an, machen das Gleiche und sagen, ja klar, wir haben schon Angst, dass wir auch hier verfolgt werden. Aber wir können nicht anders, als von dem zu erzählen, der uns zu Tode liebt. Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich wünsche mir so sehr für uns, dass wir von dem Heiligen Geist so erfüllt sind, dass wir auffallend mutig sind. Und dass unsere Begeisterung vom Evangelium, unsere Angst vor Ablehnung und Verfolgung weit übertrifft. Wir werden Angst haben, aber der Heilige Geist, der in dir wohnt, der stupst dich an, damit deine Begeisterung vom Evangelium deine Ängste übertrifft. Das ist, wie es im ersten Jahrhundert aussah, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein. Meinen zweiten Punkt habe ich genannt, warte nicht. Jetzt geht es darum, was wir praktisch machen können im 21. Jahrhundert. Warte nicht, bis du keine Angst mehr hast.
Warte nicht auf eine Lebensphase, wo du mehr Zeit hast. Warte nicht, bis du mehr Bibelwissen hast. Warte nicht, bis du die Person richtig gut kennst, bevor du ihr von deinem Glauben erzählst. Go for it. Wage es. Verlass dich auf den Heiligen Geist, der dir die Kraft gibt, von Jesus zu zeugen. Die Angst kennen wir alle. Letzte Woche hatte ich Angst einer Freundin, es ist dumm, ich kenne sie, weil ich weiß, sie hat Interesse an der Bibel und an geistlichen Themen. So sind wir in Kontakt gekommen. Aber ich zögere trotzdem, sie zu fragen, wie es gerade bei ihr ausschaut. Wir haben Angst vor Ablehnung. Und es ist so leicht, vor dieser Angst zu kapitulieren. Aber ich weiß auch, wir könnten heute stundenlang einander erzählen von Momenten, wo wir unsere Ängste überwunden haben und wo es sich voll gelohnt hat. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Apostelgeschichte liest, aber mir kommt es oft so vor, als hätten sie gar keine Angst, weil sie eben so mutig sind. Aber Mut ist nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern der Triumph drüber. Mutig ist nicht der, der keine Angst hat, sondern der, der die Furcht besiegt. Das hat Nelson Mandela mal gesagt. Und so ist es bestimmt auch bei unseren Geschwistern gewesen. Sie müssen Angst davor gehabt haben, dass sie verfolgt werden. Aber sie haben die Angst besiegt mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Deswegen haben sie auch gebetet, Herr, verleih uns Freimütigkeit. Und außerdem gibt es dieses Juwel von einer Stelle in 1. Korinther 2. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Habt ihr das gecheckt? Paulus schreibt hier, in Schwachheit, mit viel Furcht und mit Zittern war ich bei euch. Und gleichzeitig haben meine Worte Erweisung. Kurz Moment. Doch meine Worte haben den Geist und Kraft erwiesen. Schwachheit, Furcht und Zittern, Kraft und Geist, alles in einem Satz. Weil das eben geht. Der Heilige Geist wird nicht immer dafür sorgen, dass du nicht zitterst, dass du nicht schwitzt. Aber der Heilige Geist wird dich schon anstupsen und sagen, nee, die Ängste kannst du überwinden. Mach doch mal deinen Mund auf. Verlass dich mal auf mich. Ich finde die Stelle besonders ermutigend, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man bedenkt, dass Korinth, das war nicht die erste Stadt, wo Paulus missioniert hat. Wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, wir sehen, Paulus war auf Zypern, der war in Lystra, in Philippi, er war in mindestens 8, 10 verschiedenen Städten, bevor er in Korinth aufgetreten ist. Also wenn er mit so vielen Gemeindengründungen hinter sich zittert, vielleicht hat er in jeder Stadt so gezittert. Vielleicht ging es ihm immer so, dass er so viel Angst hatte. Und das sollte uns nicht wundern, denn es ist durchaus menschlich, Angst zu haben. Aber es ist durchaus geistlich, deine Ängste zu überwinden. Sich deinen Ängsten zu stellen und mit Hilfe des Heiligen Geistes sie zu überwinden. Denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vor ein paar Wochen
saß ich auf einer Bank im Park und habe gebetet. Und wir beten ja, Gott, erfüll uns mit deinem Heiligen Geist. Und ich bin nicht einer wie der Ralf, der immer so Stimmen hört, oder ich weiß nicht, ob er Stimmen hört, aber der sagt, ich bekomme oft diese Impulse vom Heiligen Geist. So ist es bei mir eigentlich nicht. Und ich saß auf dieser Bank und habe gebetet, okay Gott, was will denn dein Geist von mir heute? Und so 20 Meter weiter saß eine junge Dame auf einer Bank und mir kam die Idee in den Sinn, ich könnte sie ansprechen auf den Glauben. Und ich dachte, nein, das war jetzt meine Idee, nicht deine Idee, Herr. Und ich habe darüber nachgedacht und habe mich daran erinnert, wie Fred meinte bei diesem Workshop, wenn du eine Idee hast und die ist nicht unbiblisch, mach das einfach. Probier es doch aus. Ich dachte, okay, ja. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, nochmal eine Runde so gedreht um den Park, wollte mein Gebet, glaube ich, zu Ende sprechen, aber habe auch gehofft, dass sie vielleicht nicht mehr da sitzt. Aber ich komme dort an, sie sitzt immer noch auf der Bank, hat Kopfhörer drin, so, oh, ich will sie nicht stören, so. Sie ist auch relativ hübsch, vielleicht denkt sie, ich will was von ihr, aber das, so ist sie ja nicht. Und ich habe sie angesprochen. Wir haben uns nicht länger als eine Minute unterhalten. Sie fand es nicht komisch, hat sie behauptet, aber sie muss es komisch gefunden haben. Und das war unsere erste Begegnung. Seitdem haben wir uns vielleicht so 5 oder 6 Mal gesehen, denn wir wohnen in der gleichen Gegend und es hat sich herausgestellt, sie arbeitet in dem Gebäude da drüben, im Ärztehaus Leim oder im Leimer Ärztehaus. Und trifft sich demnächst mit einer Schwester hoffentlich und sie ist, es hat sich auch herausgestellt, sie ist sehr offen dafür, über den Glauben zu reden. Ich könnte dir aber auch von Momenten erzählen aus den letzten Wochen, wo keine Wunder passierten, wo ich jemanden angesprochen habe und es hat zu nichts geführt. Aber ich habe es nie bereut, das zu wagen und das war bestimmt der Heilige Geist, der mich dazu bewegt hat, diese junge Dame anzusprechen. Ich finde es einfach so spannend, auf der Kante zu leben, so wie Fred meinte bei dem Workshop. Ich habe nun eine Frage an uns, wir kommen gleich zum Schluss. Aber ich möchte euch fragen, was genau hält uns davon ab, so mutig zu sein wie unsere Geschwister im ersten Jahrhundert? Also ihr dürft die Frage gerne beantworten. Was genau hält uns davon ab, so mutig zu sein wie unsere Geschwister im ersten Jahrhundert? Doro. Angst, Unbequemlichkeit. Ja. Angst, wovor? Voll. Angst vor Ablehnung, dass Leute denken, wir seien komisch, verrückt. Ja. Andere Sachen, die dich davon abhalten, so mutig zu sein wie unsere Geschwister im ersten Jahrhundert. Isabel. Der Glaube. Der Glaube? Der Glaube, einfach zu glauben, ja, wir können daran zweifeln, ob der Geist wirklich in uns ist, ob Gott uns wirklich benutzen wird. Oft vermuten wir, nee, die Person wird kein Interesse haben, also kann ich mir das sparen. Ja. Eva. Ja, Weltlichkeit, wenn ich so beschäftigt bin mit anderen, ja, voll. Genau, ja, wenn wir so busy, weil wir so viele andere Sachen zu tun haben, dann verlieren wir es aus den Augen und wir kommen nicht auf die Idee, Leute anzusprechen oder unseren Glauben mit anderen zu teilen. Ja, manchmal wollen wir auch nicht so aufdringlich wirken, denken,
ich warte lieber bis zum nächsten Mal. Vielleicht ergibt sich dann eine gute Gelegenheit, mit der Person drüber zu reden. Was, wenn die Person mit mir anders umgeht als davor? Ich will ja nicht die Freundschaft verlieren. Oder vielleicht ist es ein Arbeitskollege, den du jeden Tag sehen musst. So, ja, ich will es nicht riskieren, dass der mich komisch anschaut. Was ist, wenn ich meinen Job verliere? Manchmal kann es dazu führen, dass wir unseren Job verlieren, wenn wir erzählen von Jesus. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir wissen, das sind keine guten Gründe, es nicht zu machen. Aber es kann uns trotzdem davon abhalten. Aber ich möchte uns daran erinnern, das Evangelium ist viel zu wertvoll, dass wir vor unseren Ängsten kapitulieren. Wir denken, ja, was ist, wenn mich die Person komisch findet? Was ist, wenn ich nächstes Mal eine bessere Gelegenheit bekomme? Oder was ist, wenn ich zu aufdringlich wirke? Aber was ist, wenn jemand diese Frage an unsere Geschwister im ersten Jahrhundert gestellt hätte? Vielleicht hätte die eine Schwester gesagt, ja, ich habe Angst, dass wir aus unseren Häusern vertrieben werden. Vielleicht hätte sich ein Teen gemeldet und gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich von meiner Familie getrennt werde. Vielleicht hätte der Vater von diesem Teen gesagt, ja, ich habe Angst, dass ich umgebracht werde. Mit solchen Ängsten hatten die damals zu kämpfen. Aber das konnte sie trotzdem nicht davon abhalten, von Jesus zu erzählen. Ein paar praktische Tipps zum Schluss. Vielleicht hilft es dir, einen Spruch zu haben wie, ich weiß, es ist ein bisschen ungewöhnlich. Vielleicht hilft dir das dann, ins Rollen zu kommen. Vielleicht willst du etwas sagen wie, ich kann es nachvollziehen, dass viele Menschen die Kirche sehr abstoßend finden. Oder ich dachte auch mal, das wäre alles ein Märchen. Vielleicht können nicht alle von uns sagen, aber ich glaube, jeder von uns könnte sagen, ich war nicht immer so begeistert von der Bibel. Und dann schau der Person in die Augen und sag etwas mit Überzeugung. Samantha, weißt du, niemand konnte Herzen verändern, so wie Jesus. Chris, Jesus, Johannes hat geschrieben, der war voll Gnade und Wahrheit. In der konnte Menschen direkt konfrontieren, aber immer auf eine liebevolle Art und Weise. Hatte Erbarmen mit Menschen, wo er hätte Frust empfinden können. Der hat Menschen unermüdlich und selbstlos gedient. Und gleichzeitig war er kein Weichei, der war nicht sentimental. Aber hat Menschen immer wieder zu bewussten Entscheidungen aufgerufen. Nicht, dass sie keine Fehler machen durften, aber hat schon ein gewisses Commitment von seinen Jüngern erwartet. Er war eben voll Wahrheit und Gnade, voll Ehrlichkeit und Liebe. Und diese Kombination, die war einfach übernatürlich. Überleg dir sowas, was du Leuten sagen kannst mit Überzeugung. Vielleicht stellt dir jemand eine Frage und du hast keine Antwort auf die Frage. Ja, wieso lässt Gott so viel Leid zu, wenn er so ein guter Gott ist? Fühl dich frei zu sagen, das ist eine gute Frage, die ich gerade nicht gut beantworten kann, aber gib mir bitte ein bisschen Zeit und ich kann dir gerne eine Antwort anbieten. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich brauche Zeit, um mir eine Antwort zu überlegen. Vielleicht willst du auch fragen, wenn ich dir eine zufriedenstellende Antwort geben könnte, wärst du offen dafür, deinen Standpunkt zu ändern? Denn manchmal sind diese Fragen nur ein Vorwand. Und wenn die Person sagt, naja, eigentlich nicht, dann kannst du vielleicht nachbohren und fragen, okay, wieso denn nicht? Du scheinst so das stark, du willst dem stark widerstehen. Aber wie kommt das denn? Kann ich uns eine kleine Aufgabe mitgeben für die kommende Woche?
die, die per YouTube dazuschalten, die haben keine Wahl, die dürfen nicht Nein sagen. Aber nimm dir mindestens 10 bis 15 Minuten Zeit diese Woche, um dir zu überlegen, was ist es genau, was mich davon abhält, so mutig zu sein wie unsere Geschwister im ersten Jahrhundert? Was sind meine Hemmungen? Nenn das Kind beim richtigen Namen. Und rede auch mit jemandem drüber. Lass uns austauschen. Wir haben alle mit diesen Ängsten zu kämpfen. Und dann nimm dir ein paar konkrete Sachen vor, die du umsetzen kannst, um deine Ängste zu überwinden. Und dann go for it. Wage es. Verlass dich auf den Heiligen Geist, der dir Kraft gibt, von Jesus zu zeugen. Wir haben gelesen, wie an Pfingsten Petrus und die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt waren und von Jesus erzählt haben. Wie Petrus und Johannes vom Hohen Rat standen und kein Blatt vor den Mund genommen haben. Wie die Gemeinde zusammen dafür gebetet hat, dass sie vom Heiligen Geist erfüllt sind und Gottes Wort mit Freimütigkeit sprechen. Wir haben gelesen, wie alle von den Aposteln vom Hohen Rat standen, wie sie ausgepeitscht wurden, aber sich trotzdem gefreut haben über die Gelegenheit, von Jesus zu zeugen. Wir haben gelesen, wie Stephanus auch kein Blatt vor den Mund genommen hat, sondern vom Heiligen Geist erfüllt von Jesus gezeugt hat. Und die zerstreuten Geschwister haben das Gleiche gemacht, obwohl sie gesehen haben, wie der Hohe Rat mit den Aposteln und mit Stephanus umgegangen ist. Wir haben auch gelesen, wie Paulus zitternd gepredigt hat. Der unser Held ist, was Missionieren angeht, selbst der hat vor Menschen gestanden und gezittert, als er von Jesus gezeugt hat. Aber der Heilige Geist hat unseren Geschwistern damals die Kraft gegeben, ihre Ängste zu überwinden und von Jesus zu erzählen. Und dieser gleiche Geist wohnt auch in dir und in mir. Verlassen wir uns auf diesen Geist, nehmen wir seine Kraft in Anspruch. Amen.